Wir haben am letzten Mittwoch das erste von den 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden in Kleinasien betrachtet. Noch für die, die nicht da waren, Sendschreiben könnten wir heute vergleichen mit Visitationsberichten, die der Bischof über eine Gemeinde schreibt an den Pfarrer, damit eben die Gemeinde das Gute, das sie hat, bestärken und das weniger Gute verbessern kann. Also, dass die Gemeinde sich reformieren, sich erneuern kann. Diese Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes werden jetzt nicht von einem Bischof, sondern von Jesus an den Apostel Johannes diktiert. Jesus ist es selber, der seine Gemeinden visitiert und ihnen sagt, was weniger gut ist und was sie verbessern müssen und was sie schon gut machen, was sie verstärken dürfen. Wir wollen heute nun das 7. Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea betrachten, in Offenbarung 3, 14 bis 22. Während in den übrigen Sendschreiben so gut wie immer Gutes und Schlechtes erwähnt wird, enthält das Schreiben an die Gemeinde von Laodicea fast nur Kritik. Es heißt hier in 3, 15 bis 17, ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß, wärest du doch kalt oder heiß. Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Das klingt ziemlich scharf. Aber es ist auch klar, was hier fehlt. Der Gemeinde wird die Lauheit in der Liebe und in ihrem geistlichen Leben vorgeworfen. Obwohl sie stolz ist auf ihren Reichtum, sie hat alles, was man nur besitzen kann, offensichtlich. Trotzdem ist sie blind für ihre wirkliche innere Leere, für ihre innere Armut. Im Blick auf die Kirche heute, glaube ich, gibt es keinen Punkt in der Offenbarung des Johannes, in dem wir den Gemeinden ähnlicher sind als in diesem Punkt. Eine reiche Kirche, nach außen hin haben wir alles, andere Ortskirchen schauen mit Neid auf uns, aber innerlich sind wir leer, arm, ohnmächtig, ausgezehrt, ja fast am Sterben, möchte man sagen. Wir werden nicht sterben, weil der Herr es uns versprochen hat, dass wir, dass die Kirche nicht untergehen wird. Aber wir sind an einem ziemlichen Tiefpunkt angelangt. Umso mehr müsste uns eigentlich dieses harte Urteil Jesu an die Gemeinde von Laodicea erschrecken, dass er eine solche Gemeinde, die so lau ist, aus seinem Mund ausspeien wird. Warum ist das so? Warum sagt Jesus solche harte Worte? Ich glaube deshalb, weil laue Menschen etwas vom Schlimmsten ist, was man haben kann, würde ich heute sagen. Er sagt heiß oder kalt, aber lau ist das Schlimmste. Warum? Weil laue Menschen ziemlich hoffnungslose Fälle sind. Mit harten Atheisten kann ich noch diskutieren, vielleicht auf der Ebene des Geistes noch ein wenig Einsicht erwirken, vielleicht sogar Umkehr bewirken. Aber laue Menschen sind eher so wie Ochsen. Wenn man ihnen ins Horn petzt, dann merken sie es überhaupt nicht. Also, es juckt sie nicht, wenn sie ein bisschen gerüttelt werden. Und deswegen ist der laue Christ schlimmer als der Atheist. Der Atheist hat noch die Chance, sich zu bekehren. Der laue schläft dahin. Was tut man nun, um eine solche lau gewordene Kirche, die äußerlich reich ist, satt, zufrieden, selbstzufrieden, aber innerlich arm und leer, zu reformieren? Jesus gibt da in diesem Kapitel, in diesen Versen, drei Hinweise. Er sagt erstens zu der Gemeinde, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Vers 3, 18. Das bedeutet also, eine wahre Reform der Kirche besteht im konsequenten Loslassen alles dessen, was wir aus eigenen Kräften tun können, um uns glänzend, wohlhabend, angesehen in der Gesellschaft zu machen und uns stattdessen innerlich total dem Herrn hinzuwenden, zuzuwenden, vor sein Angesicht hinzutreten.
dass es nicht immer nach außen hin glänzend wird, von manchen vielleicht auch belächelt, aber eine wahre Reform heißt nicht noch mehr Ansehen, noch mehr Festigkeit in der Gesellschaft, noch mehr Kompromisse, sondern es heißt konsequentes Umkehren und Hinwenden zum Herrn. Die wirkliche, persönliche, lebendige Beziehung, das ist es, was hier Gold genannt wird. Die kann nur der Herr selber schenken. Also vom Herrn Gold kaufen. Das heißt, uns von ihm diese persönliche, lebendige Beziehung schenken lassen. Diese Liebe zu ihm, die können wir auch nicht selber machen, die muss er uns schenken. Und es heißt dann auch, dass dieses Gold im Feuer geläutert ist. Was heißt das? Im Feuer geläutert. Ich denke, jedem, der sich bemüht um einen lebendigen Glauben, wird es klar sein, dass ein solcher Glaube auch seinen Preis hat. Es geht nicht ohne Prüfungen, ohne Schwierigkeiten oder Widerstände, ohne Leiden. Die zweite Aufforderung zur Reform an die Gemeinde von Laodicea lautet so: Kaufe von mir weiße Kleider. Man soll also immer etwas kaufen von Jesus, also etwas erwerben von ihm. Kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Die Nacktheit spielt in Genesis eine ganz große Rolle in der Erzählung vom Sündenfall. Da wird beschrieben, dass der Mensch, nachdem er sich gegen Gott aufgelehnt hat und selbst sein wollte wie Gott, ihm die Augen geöffnet wurden für seine Armut, für seine Nacktheit, für seine Armseligkeit, seine Ohnmacht. Also Nacktheit, ein Bild für die Ohnmacht und Armseligkeit des Menschen, der sich von Gott gelöst und selbst zu Gott gemacht hat. Und die weißen Kleider begegnen auch in der Offenbarung des Johannes in Kapitel 7 und sind dort ein Bild dafür, dass diejenigen, die durch das Opfer Jesu am Kreuz von ihren Sünden gereinigt sind und mit Gott versöhnt worden sind, dass die im Angesicht Gottes stehen, von ihm gerettet sind. Grundlegend wurde uns diese Reinigung von den Sünden und diese Versöhnung mit Gott schon geschenkt im Sakrament der Taufe. Und es wird uns immer wieder neu zugesprochen im Sakrament der Versöhnung, wenn wir schwach geworden sind, wenn wir gefallen sind. Also von Jesus weiße Kleider kaufen, damit wir nicht nackt sind, unsere Nacktheit zugedeckt wird, heißt nichts anderes, als das Sakrament der Taufe und das Sakrament der Buße ernst nehmen. Getauft sind wir einmal. Aber das Sakrament der Buße schenkt uns die Chance, immer wieder neu in die Taufgnade hineinzutreten, einzutreten. Von daher bedeutet eine wahre Reform der Kirche auf jeden Fall, dass wir diese Sakramente der Taufe und der Buße neu entdecken müssen. Das Sakrament der Taufe, dass wir es immer wieder erneuern, uns daran erinnern. Es gibt eigene Erneuerungsfeiern, Tauferneuerungsfeiern in der Kirche. Dass wir aber auch das Sakrament der Versöhnung, der Buße immer wieder empfangen, um einzutreten in diese Reinheit, die uns von Gott geschenkt ist. Also eine Renaissance der Sakramente, Taufe und Buße gehört zu einer wahren Reform der Kirche dazu. Dann die dritte Aufforderung zur Reform der Kirche lautet so: Kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Also wieder Salbe. Erst Gold kaufen, dann Kleider, weiße Kleider kaufen, jetzt sollen wir Salbe kaufen. Salbe für unsere Augen, damit wir sehen können. Eine solche Salbe, die wir von Gott erwerben, damit unsere Blindheit überwunden werden kann, damit wir uns in der wahren, in unserer eigenen Wahrheit erkennen, in unserer Sünde, in unserer Schwachheit, aber auch in unserem Erlöstsein. Das kann uns eigentlich nur die Heilige Schrift schenken. Die Heilige Schrift ist im Grunde diese Salbe. Das heißt, die Heilige Schrift gibt uns das Kriterium an die Hand für die Unterscheidung der Geister. Das Kriterium dafür, uns zu erkennen, wie wir und wie unsere Welt um uns herum wirklich ist. Es bedeutet also, eine wahre Reform der Kirche ist auch verbunden mit einer Renaissance der Heiligen Schrift und vor allem der geistlichen Auslegung der Heiligen Schrift.
Und wenn wir an Letzteres denken, wie sieht es in unserer Kirche aus mit der Heiligen Schrift? Sie lesen sie vielleicht. Einige gucken gerade im Moment sogar in die Heilige Schrift, finde ich wunderbar, hoffentlich. Aber lesen wir sie täglich, betrachten wir sie, leben wir aus der Heiligen Schrift. Ich glaube, da haben wir Katholiken noch einigen Nachholbedarf. Am Ende eines jeden Briefes und auch am Ende des Briefes der Gemeinde von Laodicea, nur hier steht das rätselhafte Wort, wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. So sagt er zur Gemeinde in Laodicea. Mach also ernst und kehr um. Dahinter steckt eine tiefe Weisheit, dass nämlich eine wahre Reform der Kirche immer irgendwo auf Widerstand stoßen wird. Wir werden nicht damit rechnen können, dass wir volle Zustimmung, Begeisterung auf breiter Ebene finden, sondern eher Widerstand, eher Ablehnung, vielleicht sogar Gegnerschaft oder Verfolgung. Wahre Reform muss diesen Widerstand ertragen können. Wahre Reform geht nur durch dieses Leiden hindurch. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber diese Erfahrung haben doch schon die Propheten im Alten Testament gemacht. Und Jesus hat sie gemacht. Wer wirklich die Wahrheit Gottes verkündet und danach lebt, wird Widerstand erfahren. Die Propheten sind verfolgt und fast alle gewaltsam umgebracht worden. Jesus hat dieses Schicksal erlitten, der Prophet schlechthin. Warum sollte es uns so viel anders gehen? Aber gleichzeitig ist dieses Leiden, das wir erfahren, wenn wir wirklich uns dem Herrn zuwenden, eine wahre Reform unseres Herzens anstreben, eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass der Herr uns liebt. Wenn wir nicht die Zustimmung der Welt suchen, der Menschen, sondern wenn wir sein Angesicht suchen. Dann am Ende eines jeden Sendschreibens gibt es einen Aufruf an die Gemeinden, der immer gleich lautet, er heißt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So am Ende von allen 7 Sendschreiben. Das zeigt also eine wahre Reform der Kirche und damit auch eine wahre Reform meines eigenen Herzens geschieht immer im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der eigentliche Reformator, nicht wir. Er ist es nämlich, der die nötige Einsicht verleiht in das, was zu tun oder was zu lassen ist. Der Heilige Geist ist es auch, der die Müden und die Lauen ergreift und wieder lebendig macht, ihre Herzen brennen machen kann. Wir petzen eben nur dem Ochsen ins Horn. Wir können nichts erreichen, aber Gott kann den Lauen wieder brennend machen. Der Heilige Geist ist es, der die Verkrustungen aufbricht und das Verdorrte wieder blühen lässt. Der Heilige Geist ist es, der auch das Abgestorbene wieder zum Leben erwecken kann. Also der Heilige Geist, der eigentliche Reformator. Und ich glaube, wer sich dem Feuer des Heiligen Geistes wirklich aussetzt, der wird nicht bei seinem alten Trott, bei seiner alten Lauheit und Müdigkeit bleiben können, den wird es schon tief hineinreißen in die Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen heute Abend also für eine wahre Reform in der Kirche, aber auch in meinem eigenen Herzen beten, damit wir uns am Ende nicht diesen Vorwurf sagen lassen müssen, weil du weder heiß noch kalt bist, sondern lau werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das klingt hart, aber es ist wahr. Lau, was ist das schon? Liebe kann ich nicht ein bisschen geben. Entweder ich liebe oder ich liebe nicht. Und deswegen, Gott will unsere Liebe und nicht irgendetwas. Er will unsere Liebe, er will uns ganz. Lauheit hat da einfach keinen Platz. Thank you.